Nein, Alter, einfach nur nein. Eva, nein. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute 24 Stunden lang nur Essen, was wir noch nie probiert haben. Wir haben ein paar Sachen gekauft, da freue ich mich so drauf. Aber andere Sachen, ich weiß nicht. Wenn ihr Lust habt auf mehr solche Videos, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentare und let's go. Es ist natürlich erstmal Zeit fürs Frühstück. Und wir haben einfach Cinnamonis mit Erdbeergeschmack gefunden. Also sie heißen eigentlich gar nicht mehr Cinnamonis, sondern Erdbeerminis. Und dazu... Nein. Ein Erbsendrink. Lass uns erstmal kurz die Milch probieren. Ja, warte, was denkst du, welche Farbe hat das? Hellgrün und du? Ja, ich denke grün. Hä, oh, weiß. Hä? Das ist aber mega so weich irgendwie. Siehst du das? Ja, ja. Okay. Ich finde voll geil. Mega geil. Und von der Konsistenz her ist das mega wie Oatly. Ja, ne? Irgendwie ist es komisch, aber irgendwie auch mega geil. Eigentlich trinke ich ja immer Hafermilch, aber ich möchte den Geschmack jetzt richtig vortesten und das geht, glaube ich, am besten mit normaler Milch. Hier sind auf jeden Fall auch so Muster drauf, wie bei Cinnamonis auch. Mhm. Boah, aber das ist gut gemacht. Das riecht unnormal krass nach Erdbeer. Das riecht... Oh ja, Alter. Mmh. Boah, ich bin so excited. Mmh. Oh mein Gott, sind die geil. Mmh. Alter, Hammer. Die schmecken irgendwie nicht so krass nach Erdbeere, weißt du? So, du hast so dieses Crunchige, du hast so einen leichten Erdbeergeschmack. Das ist so geil. Noch mehr, Digga. Wir haben eigentlich so viele Snacks eingekauft und wir haben so viel. Aber weil es halt, wie gesagt, schon ein bisschen später ist, habe ich einfach so Bock auf Mittagessen. Ich will einfach nur was Warmes, was Richtiges. Und deswegen werden wir jetzt mit dem Mittagessen direkt weitermachen. Straight Food, ich liebe es. Cristiano hat seitdem mit dieses eine Video mit dem, genau, wo wir alles frittiert haben, da hat er Jackfruit gehabt. Und seitdem hat er ein Trauma von Jackfruit. Aber, also, ich muss sagen, ich habe Jackfruit als Fleisch ist es noch nie gegessen. Aber ich habe gehört, dass es echt geil sein soll. Aber das sieht ja so geil aus. Ich zeig's euch gleich mal. Also Leute, wenn das nicht mal so richtig saftig aussieht, oh mein Gott. Nudeln aus Linsen. Ich habe noch nie Nudeln aus was anderem gegessen, außer so Zucchini-Nudeln. Sieht auf jeden Fall auch schon mal mega cool aus. War auch gar nicht ganz so günstig, der Spazier. Eva, nein, Hilfe. Boah, das sieht schon echt eklig aus. Das sieht aus wie Bonitos Katze. Bonito hat letztens auch meine ganzen Klamotten gekauft. So, das sieht irgendwie echt genauso aus. Hier steht, man muss den Beutel für 5 Minuten im Wasserbad erwärmen oder in der Pfanne anbraten. Die Nudeln sind gerade schon im Kochen und ich gebe jetzt das einfach in ein Wasserbad. Oh Gott, ich hoffe, das klappt. Das passt gar nicht. Nein! Was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Sagt man so schön auf Jutdeutsch. Jutdeutsch! Wir haben hier einmal die Nudeln. I'm a savage, sassy, Venus. Und ja. Hier haben wir unser Curry. Wenn du möchtest, kannst du mal unsere Getränke holen. Was möchtest du trinken? Ist das Arizona? Ja! Yeah. Das ist jetzt Cristianos wunderschöne Portion. Und das ist meine. Oh mein Gott, das sieht so geil aus, Leute. Guck mal. Das sieht aus wie so... Wie so ein Rinderfilet oder so, mein Gott. Das, also wenn das wirklich richtig geil schmeckt, dann holla die Waldfee. Okay, Leute. Ich träume jetzt, das riecht so geil, oder? Geht. Also ich finde, das riecht sehr geil. Möchtest du erst noch kurz zeigen, was wir trinken? Ja, also ich bin so gespannt. Ich trinke Arizona. Christian hat einfach noch nie Arizona probiert. Was ist mit mir los? Ja, und ich habe hier so eine Basilikum-Limonade. Gut oder nicht? Ey, das riecht nach Mondspülung. Puh, voll geil! 2, 1, komm, besser, bitte, go.
Es ist eigentlich normales Tee. Man schmeckt irgendwie ganz geil. Willst du es probieren? Eba! Was denn? Mmh. Boah, das ist so eklig. Ich finde, man schmeckt unnormal doll einfach nur nach Kohlensäure. Es ist einfach nur so viel Kohlensäure, dass ich sonst irgendwie nichts schmecke, aber schmeckt irgendwie ganz geil, finde ich. Dieses Essen springt mich die ganze Zeit gefühlt an. Ich hatte diesen Traum davon, dass es so die Konsistenz zumindest hat. Wie so Fleisch oder so. Aber nein, Alter, einfach nur nein. Ich muss sagen, es ist nicht schlecht, aber ich habe leider was ganz anderes erwartet. Das war halt voll dumm. Okay, lass uns jetzt mal Nudeln probieren. Ich finde, es geht eigentlich. Ist echt nicht so wie normale Nudeln, ne? Ich finde die Nudeln eben mit Soße mega geil. Also, es ist was ganz anderes. Irgendwie wird mir schlecht gerade. Ja. Es ist einfach so warm und ich muss mich einfach umziehen, weil ich so geschwitzt habe. Aber. Snack! Und zwar haben wir auch noch einen mega geilen Drink geholt. Den werden wir gleich auch noch machen. Aber davor gibt es erstmal. Snacks. Und zwar habe ich noch die Buello White ausprobiert. Das haben schon so viele geschrieben. Ich habe einen Raw White. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe schon Raw White gegessen. Das ist so lecker. Und was ist das für eine Sorte? Was steht das? Cashew. Ach so, Cashew. 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 Ich habe schon mal Raw White gegessen. Du hast schon mal Buello White gegessen. Ich freue mich so. Ich habe das so lange gesucht. Alter. Oh, du magst es nicht so gerne. Na ja, das mir. Es geht echt, ne? Also es ist nicht so hammergeil. Ich dachte mir, das wäre geiler. Aber Buello White ist so geil. Es ist nämlich so warm und ich dachte mir, wir können uns ein Eiskakao machen. Und zwar ist es einfach ein Bounty-Kakao, Alter! Geil. Es gab noch Mars, es gab noch M&M's war das noch. Aber wir haben uns für Bounty entschieden, weil ich finde, das ist mega interessant. Ah, ich freue mich so. Deswegen. Alter. Oh mein Gott, ist das geil! Das ist Kokos, Koko Mama. Oh mein Gott. Es ist schon fast, als würde man Sahne trinken. Mhm. Ich habe schon fast ausgetrunken, das ist so lecker. Das ist so geil. Guck mal Leute, da sind einfach so Kokosstückchen oder irgendwelche Stückchen drin, ne? Ja. Hast du es vorher auch schon gemerkt? Nein. Ich auch nicht. Das ist aber, warte, ich probiere so einen Teil. Oh mein Gott. Geil? Ja. Oh, das sind ganz normale Schokostückchen. Schokostückchen, okay. Es gibt endlich ein bisschen, ja! Und zwar habe ich euch gerade bei Instagram gefragt, ob ihr mir eure Rezepte schicken kann, wo ihr denkt, dass ich sie noch nie gegessen habe. Und ich habe so viele Sachen bekommen, wir haben so coole Rezepte bekommen. Ich will am liebsten alles machen, aber wir haben Lust auf was Geiles und was Schnelles. Deswegen machen wir jetzt von Lynn, vielen Dank an dich erstmal, eine italienische Reispfanne. Mega einfach, mega lecker. Wir brauchen nur 4 Zutaten. Jo, ja! Und zwar einfach nur Reis, Cherry-Tomaten, Tomatenpüree oder Tomatenmark und Mozzarella. Ja, so kleine Mozzarella-Stücke. Und dann zeigen wir das. Let's go! Wenn das nicht einfach nur so geil aussieht. Oh mein Gott. Ich heule. Guck euch das mal an. Okay, Leute. Das Essen ist fertig. Das sieht so ein bisschen aus wie Risotto. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus, ich heule. Mm. Da fällt mir ja schon das lecker ohne. Einfach nur so hammergeil, oder? Lecker. Mozzarella. Mm. Das Abendessen war so geil. Und wir haben was noch geileres, also ich hoffe, es wird geil. Und zwar haben wir hier von Dr. Oetker so eine Mousse au Chocolat, aber in weißer Schokolade. Und dann haben wir hier noch so einen Smoothie Ball. Und ich dachte erstmal so, das ist halt sowas zu essen, aber das ist halt wirklich, also man macht halt wirklich daraus Smoothie. Mega cool. Man muss es einfach mit Wasser, Saft oder Milch mixen. Also einfach nur in den Mixer tun und dann soll da ein Smoothie rauskommen. Ich fand es so interessant. Wieder ein Riegel von heute. Zeig.
perfekten Mixer rein. Mit 250 Milliliter Milch. Und geschmeidig. Oh mein Gott. Also hier sind noch so ein paar Stückchen übrig geblieben. Nimm die mal für dich. Aber, nee. Oh mein Gott, das riecht so geil. Ja, ne? Oh. Guck mal. Nein, lass das. Wow. Okay, lass es zuerst trinken. So was ganz anderes als sonst, ne? Das schmeckt wie so ein Riegel in flüssig. Und so leichter Geschmack. Also ich find's eigentlich ganz geil. Aber jetzt unser Mousse. Das ist mega luftig. Man kann es in der Kamera leider nicht so gut erkennen, weil es so hell ist, aber let's go. Alter. Ist so lecker. Mm, das ist so fest, aber irgendwie auch weich, aber mega geil. Hammer. Wir haben noch etwas zum Snacken geholt, denn natürlich brauchen wir abends auch was zum Snacken. Lass uns anfangen mit dem Riegel. Und zwar haben wir so einen Riegel gefunden und ich war so verwirrt, weil das ist einfach mit Lemon und Kürbis, also Zitrone. Hä? Zitrone und Kürbis? Mega krass, ne? Mega krass, das haben wir von Rossmann und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal. Wir haben nochmal Snake Fruit Chips. Alter, so krass. Ja. Wir haben einfach Snake Fruit Chips. Alter. Juppie Schweizer, Digga. Und Zucker zu Sachs. Probier mal. Riech mal. Voll geil. Voll komisch. Und? Voll was anderes, ne? Aber mega geil. Zitronig. Ach, voll geil. Ich find's mega. Geil. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, Snake Food gegessen. Und noch lange keine Snake Food Chips. Mega krass. Mh, die sind voll hart irgendwie. Das hört sich irgendwie so taler. Oh, hart. Voll geil. Wie so ein Mix aus allem, wie so ein Smoothie. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was aus diesem Video ihr noch nicht probiert habt. Und vielleicht habt ihr noch weitere coole Rezepte, die wir mal nachmachen sollen. Dann schreibt es auch mal in die Kommentare, dann können wir es auf jeden Fall auch mal machen. Vielleicht mal so einen ganzen Tag nach den Rezepten von euch leben. Das wäre auch mega cool. Wenn ihr dieses Video cool findet, dann... Daumen hoch oben, Glocke aktivieren, abonnieren, Kommentar schreiben für den Algorithmus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.